Ich bin Melanie und ich bin sehr ein schüchen, ein introvertierter und vor allem sehr ein ruhiger Mensch. Hoi, salut! Sag mir, wie ich bin. Ja, Melanie. Ja, wie du bist, also erstens weißt du das schon ein bisschen. Melanie, du hast ja ein recht breites Nasenbein. Ein Nasenbein. Und je breiter das Nasenbein ist, und das sieht man bei dir so schön da, es geht von oben bis unten sehr gerade oben runter. Und das ist deine Belastbarkeit. Belastbarkeit heisst, du hast eigentlich gerne noch einen Haufen Sachen, die laufen. Das gefällt dir. Also wenn es dir ist, dann fast gleich mal zu langweilig. Und wenn wir jetzt schon gerade in dieser Nase sind, Melanie, dann geht die so schön runter da vorne. Also geht dann da so schön da runter da. Also nach unten geneigt, oder? Und das ist natürlich auch ein Markenzeichen. Also du willst und kannst beeinflussen. Also nicht manipulativ? Nein, das auf keinen Fall. Das können wir noch im Speziellen drauf. Weil, wenn du beeinflusst, dann hat das mit dem zu tun, dass du das wohlwollend beeinflussen. Du willst sagen, hey, mach das so oder ich würde das so machen, dann ist das nicht zum Nachteil des anderen, sondern das ist dann so, dass du kannst sagen, mal, das, wenn der das so macht, dann habe ich dem meine Idee gegeben. Mhm. Und wenn er das dann macht, dann hast du Freude. Mhm. Und dann kommt es dann auch gut raus oder sagst, oh, ist total in die Hose. Mhm. Die Unterlippe, die ist dann auch dazu da, dass du das Leben geniessen kannst. Lust. Mhm. Lust, Genuss und Sex. Ich nein. Ich bin immer noch Jungfrau. Ja, das ist es. Und dann kann es eben sein, dass du hier und da bist, da noch ein feines Unterlippenpölster hast, dass du dann hier und da das Geniessen etwas übertreibst. Was das auch immer ist, weißt du? Also gut, das ist jetzt nicht gut. Wenn das mein Papi sieht, dann kommt er wieder und sagt, siehst du, ich kann recht gehen. Wieso? Weil du übertreibst beim Geniessen? Ja. Ja. Bis jetzt hat es dir nicht geschadet, oder? Würdest du sagen? Ja. Wenn ich lache, dann bin ich zu laut. Oder wenn ich rede, dann rede ich zu viel. Wenn ich hässig bin, dann habe ich keine Grenzen mehr. Also es ist einfach so, ja. Also ich habe einfach einen Hang zum Übertreiben im Allgemeinen. Danke vielmals. Das ist jetzt richtig interessant. Ich habe viele Sachen, wo ich jetzt hoffe, dass nicht zu viele Leute sehen am Fernsehen, die mich zu gut kennen. Sonst können sie dann, ich habe das gesagt. Ich sage das seit 10 Jahren. Ich war jetzt fast ein bisschen überrascht, dass ich fast ein mehr geredet habe als sie. Und sie war sehr ruhig auf das, wo man sich doch eher bei ihr gewöhnt ist. Das sagt sie von sich, habe ich auch schon gehört, dass sie von sich sagt, ja, ich bin nicht auf die Schnur gefallen. Auch ich kann ruhig sein. Ich rede eigentlich nur viel, wenn ich nicht einverstanden bin. Aber da ich jetzt wirklich mit allem, was er gesagt hat, einverstanden war und das für mich wirklich interessant war, dann bin ich auch ruhig. Das gibt es bei mir selten, aber es gibt. Ich bin Stefanie Berger.